Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wir sind an diesem Samstag live in Spanien, an Halloween live aus dem spanischen Katalonien, aus dem Barcelona Circuit de Catalunya. Wir sind in den letzten Minütchen, bevor es ins Qualifying gehen wird. Und dementsprechend ein herzliches Willkommen an alle, die am Start sind und alle, die sich heute mit der RXPRL beschäftigen möchten. Ja, aktueller Renntag in Spanien auf der berühmten Strecke von Barcelona. So, das wird uns so einiges erwarten. Diese Strecke hat es auf jeden Fall in sich. Hey, guten Abend, Schmitty, schön, dass du da bist. Die Strecke hat es in sich und die Strecke könnte ihr ein oder anderes Opfer fordern. So, aktuelles Rennen. Wir sind bei Rennen 9 und 10 der aktuellen Saison angelangt. Somit geht es in Richtung Saisonhälfte und hier trennt sich die Spreu vom Weizen, wer letztendlich den Weg weiter nach oben in der Tabelle schaffen kann. Letzte Woche Kindrish hier auf dem Red Bull Ring sehr, sehr stark unterwegs gewesen, hat hier einige Punkte für das Arrow eSport Team einfahren können, holt sich jetzt hier auch schon wieder die schnellste Rundenzeit, also ich glaube, der ist heute wieder für Großes ausgelegt, der hat heute wieder Bock. Also knappe 2 Minuten noch, bis wir ins Qualifying gehen dürfen. Wir schauen mal durchs Feld, wer ist denn heute mit von der Partie. Fighter hier von Skyforce Motorsport 2 im AMG auf der Strecke unterwegs. Teamkollege Mika, auch der fährt sich hier bereits warm. Dann haben wir Mattes, der hier vom Arrow eSport kam. Racing Foam, Dankeschön für dein Follow. Ja, Mattes, der bei Arrow eSports unter Vertrag steht und hier mit dem M6 auf der Strecke unterwegs ist. Aushilfsfahrer heute für das Blaze Racing Team. Ratze leider nicht mit dabei heute. Aber in Form von Erik wird das Ganze hier im Aston Martin weiter mit Punkten belohnt. Kleiner Ausritt jetzt hier. Teamkollege Stiflas war auch mit dabei. Follow me im Aston Martin auf der Strecke unterwegs. Honig Einhorn hatten wir übersprungen hier vom Empire Racing Team, auch im M6 auf der Strecke. Prototyp-Teamkollege im M6 noch in der Box und Distant auch der noch in der Boxengasse. Sim Racing Liga TV, Dankeschön für dein Follow, freut mich, dass du da bist. Hoffe, euch gefällt, was ihr hier jetzt in den nächsten 1,5 Stunden sehen werdet. Es sind wie immer 2 Rennen an einem Renntag auf dieser Strecke. Wird heute 2 Rennen gefahren. Einmal 20 Minuten das Sprintrennen und einmal Hauptrennen 40 Minuten. Die Besonderheit da ist die umgekehrte Startreihenfolge. Also das macht das Hauptrennen hier schon mal sehr, sehr pikant. Es wird manchmal mehr Chaos geben, manchmal weniger Chaos geben. Und das lässt uns voller Vorfreude auf das Hauptrennen blicken. Ja. Qualifying scheint sich hier um ein, zwei Minütchen vielleicht zu verzögern. Wir warten auf das Startsignal hier von der Rennleitung, dass das Qualifying beginnt. Aktuell noch im Warm-up hier. So, 10 Fahrer sind auf der Strecke. Da müssten eigentlich noch 2 kommen. 11. Mattes ist wieder mit reingekommen. Skyforce Motorsport 1 fehlt hier noch komplett. Ich wollte mal auf die Lackierung eingehen, denn da haben sie sich für heute nochmal was überlegt. Ah, ne, da haben wir schon Tick, der auf der Strecke unterwegs ist. Gerade leider im Geist. Ansonsten hätte man die Lackierung mal schön sehen können. Aber da werden wir auch im Qualifying und im Rennen gleich noch genug Zeit für haben. Also auch das Thema rennt uns nicht weg.
Mächtiger Quersteher hier von Kinrich, der nutzt hier die Schikane voll aus, geht hier komplett übers Curb, mittig über die Wurst drüber, dann hebelt sie einen nicht aus. Denn diese Erhöhungen in den Curbs, die sind tödlich. Da verliert man extrem schnell das Auto. Davon gibt es hier auf Catalunya auf der Strecke so einige. Da haben wir es gesehen, Honigeinhorn komplett abgehoben. Also die Curbs werden hier definitiv ein Thema werden heute. Die sind, wenn man die nicht hundertprozentig trifft, sind die sehr, sehr unangenehm. So, da haben wir Tick hier von Skyforce Motorsport mit einem kürbisorangenen Aston Martin heute unterwegs. Der hier scheinbar hört, dass wir über ihn sprechen und hier nochmal schön Schau laufen. Relativ langsam hier um die Kurve kommt, aber diese Halloween-Sonderlackierung beim Skyforce Motorsport Team auf dem Aston Martin DBR9. So, und da ist der Startschuss zum Qualifying. Es geht los mit 12 Minuten Qualifying. So, wer kommt jetzt hier raus? Stormy, guten Abend, schön, dass du da bist, freut mich. Da, was haben wir? Fighter. Fighter nicht in der Lobby, so wie es aussieht. Okay, da gibt es den Restart. Alle nochmal raus. Und das Qualifying wird dann direkt wieder neu gestartet. So. Okay, kleine Verzögerung der Verzögerung. Auch bei mir, glaube ich, gerade ein kleines Problemchen. So, Restart, raus, raus, raus. So, jetzt sind alle raus, jetzt können alle wieder auf die Strecke. Um dann jetzt mit dem Restart nochmal ins Qualifying zu gehen. So, die ersten sind bereits auf der Strecke. Und wir warten auf. Jo, alle sind drin. Qualifying kann losgehen. So, jetzt aber. Mit einer kleinen Verzögerung geht's jetzt ins Rennen. Nürburgring, danke für deinen Restart. Schön, dass du da bist. Freut mich. DLM Family, super Hashtag. So, raus geht's auf die Strecke. So, jetzt ist es auch ein bisschen erträglicher für meine Ohren. Der Aston Martin schreit mir da nicht mehr ins Ohr. So. Purple Lab Motorsport Family, das ist das Stichwort. Kein Purple Motorsport Fahrer hier zugegen in dieser Liga. Aber schön, dass wir hier zu zweit die Fahne in meinem Stream hochhalten, Niklas. Gut. Qualifying hat begonnen. Die Outlap läuft, die Sätze und Tick. Beide bereits auf dem Weg.
Und beide scheinen hier sich direkt mal mit den Windschatten in die erste gezeitete Runde begeben zu wollen. Also da sind wir mal gespannt. Distant hier vom Dutch Pegasus Team. Auch hier eine Kürbisfarbe. Also auch da das Halloween-Thema aufgegriffen. Stiff Las Mom Blades Racing mit dem klassischen Blades Racing Design. Erik, ein bisschen grellere Akzente, bisschen mehr Neongelb, aber auch da klar zu erkennen, das ist Blades Racing. Follow Me hier im Aston Martin im Martini Design. So, sehe ich jetzt gerade nicht, wo da das Team ist. Follow Me, glaube ich, auch ein bisschen als Springer unterwegs hier. So, Matt ist dabei. Honig Einhorn, beide im M6, einmal Aero eSport und einmal Empire Racing Team. Kindrish Aero eSport, oh, der Schaden. Fighter Skyforce 2, Mika Skyforce 2 und Prototyp hier auch Empire Racing. So, die ersten sind auf ihren schnellen Runden. Ja, Stormnui. Schön, dass du fragst, gar kein Problem, das erkläre ich dir. Das ist die RX-PRL, ein Zusammenschluss von zwei Teams und die haben eine eigene Liga gegründet. Und es ist eine Liga, die aus jeweils zwei Rennen pro Renntag besteht. Wir haben ein Sprintrennen, das geht 20 Minuten lang. Dann gibt es eine kleine Pause mit Verbraucherinformationen der Sponsoren. Dann geht's ins Hauptrennen. Dieses Hauptrennen geht dann 40 Minuten. Also doppelte Zeit. Und dieses Hauptrennen wird mit einer komplett umgekehrten Startreihenfolge gestartet. Also das ist eine der größten Besonderheiten der RXPRL. Und das macht das Ganze auf jeden Fall sehr interessant. So, die ersten gezeiteten Runden gehen gleich zu Ende. Racing Forum. I don't have any information about this. What we have is Dutch Pegasus Motorsport. So, die ersten Qualifying-Zeiten kommen rein. Stiff Las Mom mit einer 1.43.2. Distant 1.43.5. Isetsu 1.44.2. Jetzt wird hier... Oh, jetzt habe ich hier einiges verpasst. Jetzt müssen wir gleich mal durchgehen. Warten mal, bis alle das erste Mal über die Linie gegangen sind. Und dann gehen wir mal die Zeiten durch. Klar ist, aktuell die schnellste Runde hat Stiff Las Mom vom Blades Racing Team. In seinem Aston Martin. Also das Blades Racing Team in den letzten Rennen auf jeden Fall so einiges an Punkten gut gemacht nach vorne. So, und jetzt schauen wir mal durch. Wir haben Stiff Las Mom auf P1, Distant auf der zweiten Position, Honig Einhorn P3, Fighter auf der 4, Teamkollege Mika aktuell P5, Isetsu 6, Erik auf der 7, Mattes 8, Tick auf der 9, Kindrish P10, Follow Me auf der 11, konnte aber noch keine Zeit setzen, genauso wie Prototyp, der musste auch nochmal in die Box. So, Stormy, ja, es gibt einen Discord-Server. Sehe ich gerade keinen Einladungslink. Sonst schreib mir doch gleich nochmal einfach über Insta oder über Twitch und dann würde ich dich da hinleiten an die Orga. So, die nächsten Zeiten gehen jetzt über die Bühne. Stiff Las Mom mit Distant, kann sich einer verbessern? Nein. Beide mit keiner Verbesserung. Erik hat sich verbessern können. Oh, Erik auf der 8. Tick hat neu aufgestellt, Honig Einhorn, Mattes. Die haben neu aufgestellt, Honig Einhorn jetzt auf der zweiten Position. Tick auf P5. Mattes auf 10.
weiter auf der 5. Kindrish jetzt mit der Führung. Jetzt aktuell auf Pole-Kurs. Follow Me hat neu aufgestellt, ist aber auf P11. Prototyp, oh, der hat noch die Boxenrunde, also der hat noch keine Zeit gesetzt. Dementsprechend dauert das Ganze noch ein bisschen. 5,5 Minuten haben wir noch auf der Uhr. So. Also warten wir auf die nächsten, die Zeiten setzen können. Es müsste jetzt Distance sein, der als nächstes über die Linie kommt und als nächstes hier eine Zeit aufstellen könnte. Was kann der Niederländer in seinem Aston Martin für Dutch Pegasus jetzt hier noch auf das Tableau bringen? Als 53.510 leicht verbessert. Aber es reicht nicht, um da noch nach vorne zu kommen. Honigeinhorn neu aufgestellt. Weiterhin P2. Hat sich hier, glaube ich, ein bisschen von Erik ziehen lassen. Fighter neu aufgestellt. 1.43.5. Weiterhin auf der 5. Position. Kindrish neu aufgestellt. Konnte sich dann nochmal verbessern. So, Mirko ist im Raum beigetreten. Da haben wir einen Pegasus Motorsport Fahrer am Start. Follow Me neu aufgestellt. Reicht für P9 jetzt aktuell. 1.44.991. Ist die Zeit. Prototyp neu aufgestellt. Da hat er jetzt die 9. Position direkt wieder abgeben müssen an ihn. Prototyp jetzt P9. 1.44.5. Ist die Zeit des Empire Racing Team Piloten. 3,5 Minuten sind's noch. Und wieder der Blick auf die optische Spitze des Feldes, sind aktuell auf der 4. Position. Kann er sich jetzt nochmal verbessern? Knappe 2 Zehntel sind's bis zu Stiflas Marm. Die letzte Schikane. Und das war das, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Einmal auf dem Curb ausgerutscht. Und schon geht's rund. So, wen haben wir da als nächstes? Wer kommt da über die Linie? Honigeinhorn. 1.43.1, keine Verbesserung. Isetsu, keine Verbesserung. Also das Pulver jetzt fürs Qualifying erstmal ein bisschen verschossen. Alle jetzt mittlerweile eine sehr, sehr gute Zeit gesetzt. Bleibt abzuwarten, ob es jetzt hier in den letzten 2 Runden noch Verbesserungen gibt. Aktuell erstmal alle jetzt erstmal mit neuem Material oder schon in der Box gewesen. Zeit für uns mal kurz durchs Klassement zu gehen. Kindrish auf der 1 hat hier mit 1.42.9 die einzige 42er Zeit. Honigeinhorn auf P2. Stiflas Marm auf der 3. Position. Dahinter Distant P4. Fighter aktuell die 5. Position. 1.43.5. Tick auf P6. Mika auf der 7. Isetsu auf der 8. Also den tabellenführenden Team scheint hier Barcelona nicht ganz so zu liegen. Prototyp auf der 9, Follow Me P10, Erik auf der 11 und Mattes auf P12. Und vorne die nächste Zeitmessung bei Honigeinhorn. 1.43.1, seine aktuell schnellste Zeit. Könnte das schneller werden? Nein, das reicht nicht ganz. Kindrish erstmal unangetastet da vorne.
Tick hat sich da neu formieren können, hat sich auf die fünfte Position jetzt vorgeschoben. 1:43.558. Ganz knapp vor Fighter und relativ knapp hinter Distant. Also da fehlt nicht viel. Sind sehr, sehr eng zusammen. Die ersten 6 Plätze innerhalb von 7 Zehnteln. Und die letzte Runde im Qualifying läuft. Wer kann sich jetzt nochmal verbessern? Wir haben gelbe Flagge. Was ist da passiert? Wer ist da? Mattes. Kurz neben der Strecke gewesen. Ich hätte jetzt die Wiederholung einspielen können, aber der Mattes, der hat so oft das Pech, dass ich ihn in seinen unglücklichsten Momenten erwische. Belassen wir es dabei. Schauen wir auf Honig Einhorn. Der ist jetzt der Nächste, der wieder in Richtung Start- und Ziellinie fährt. Wird somit sein Qualifying abschließen mit einer Verbesserung. Und Stiflas Warm holt sich P1. Distin auch nochmal neu aufgestellt. Der holt sich jetzt P1. Also jetzt wird hier beim letzten Mal drüberfahren nochmal mächtig zusammengerückt und hier nochmal einiges an Positionsverschiebungen. Erik, keine Verbesserung. Fighter, keine Verbesserung. Kindrisch, auch da, keine Verbesserung. Tick, Mattes, Mika verbessert sich da nochmal. Bleibt allerdings auf der 7. Position. 2, die noch über die Linie kommen. Follow Me, ja, der hat aber viel Strafe. Das reicht also nicht, um sich da nochmal zu verbessern. Auch dahinter ist Prototyp. Auch da keine Verbesserung mehr. Qualifying ist zu Ende. Und somit geht's direkt nahtlos ins Sprintrennen. 20 Minuten Sprintrennen jetzt auf dem Circuit de Barcelona Catalunya. Und das ist eine sehr, sehr interessante Strecke. Gefällt mir sehr, sehr gut. Fliegender Start, Distant auf P1, Stiflas Marm auf der 2, Kindrisch P3, Honig Einhorn auf der 4, Tick P5, Fighter auf der 6, Mika 7, Isetsu auf der 8. Position, Prototyp 9, Follow Me auf der 10, Erik 11 und Mattes auf P12. Vorne, es bewegt sich, es geht los, Distant, Stiflas Marm. So geht's jetzt auf die Start- und Zielgerade. Und es geht so ins erste Rennen. So, fliegender Start. Die Abstände sind jetzt erstmal noch etwas größer. Aber es könnte vielleicht sein, dass Stiflas Marm jetzt schon die erste Möglichkeit aus dem Windschatten herausbekommt. Wir gehen auf Kurve 1 zu. Aber hier noch keine Attacken. Alle zu weit auseinander. Keine Möglichkeit da zu attackieren. Aber Distant und Stiflas Marm, die sind jetzt schon eng beieinander. Jetzt geht's direkt in den ersten Runden hier vorne zur Sache. P1 hart umkämpft. Und da Stiflas Marm versucht auf der Innenbahn, aber steckt da nochmal zurück. Keine Chance. Kindrisch und Honig Einhorn, auch die beiden sehr nah beieinander. Aber was passiert vorne? Wir bleiben da mal kurz drauf. Auf das Duell. Schauen wir auf das Duell zwischen Distin und Stiflas Marm. Dahinter Kindrisch und Honig Einhorn. Die sind jetzt auch eng beieinander. Da wird sich leicht berührt. Leicht im Heck des BMW gewesen. Tick auf der 5. Fighter auf P6. Mika 7. Isetsu auf der 8. Da haben wir Prototyp P9. Follow Me 10. Erik auf der 11. Vorne. Oh, da kommt die Attacke von Honig Einhorn, der geht vorbei. Honig Einhorn vorbei an Kindrisch auf die 3. Position. Was ist passiert? Wir schauen uns das nochmal in der Wiederholung an. Hier gut rausgekommen, Honig Einhorn nimmt da viel Schwung mit. Oder ist das sehr, sehr weit weg? Der scheint ja einfach so viel später auf der Bremse gewesen zu sein. Setzt sich daneben, leichte Berührung
aber geht vorbei. Starkes Manöver von Honig Einhorn. Holst du mit erstmal P3. Und jetzt die Attacke aus dem Windschatten heraus. Dicklas Mahn geht vorbei, ist noch vorm Bremspunkt vorbei. Jetzt die Frage, kann Distant das direkt wieder kontern? Dahinter auch die Attacke von Tick. Ah, Tick, der hat hier, glaube ich, noch ein kleines bisschen Strafe abgebaut. Somit Fighter erstmal wieder vorbei. Auch Isetsu damit ein bisschen Strafe unterwegs. Prototypstrafe auf der 9. Erik auf der 10. Position. Mattes auf 11. Und Follow Me auf der 12. Vorne Stiff, das war eine halbe Sekunde abgesetzt. Distance scheint da erstmal noch nicht so richtig kontern zu können. Vielleicht allerdings auch alles jetzt erstmal Strategie, sich da ein bisschen die Reifen zu schonen. Honig Einhorn, der hat sich jetzt auch ein bisschen von Kindrish lösen können. Also auch hier zieht es sich jetzt aktuell ein bisschen auseinander. Ja, Kindrish auf P4. Fighter auf der 5. Tick auf P6. Aber der hängt sich da jetzt auch wieder dran. Und da ist der Konter von Kindrish. Der ist hier vorbeigegangen. Wieder an Honig Einhorn. Hat Honig Einhorn sich da vielleicht verbremst? Boah, da sticht Kindrish sehr, sehr hart rein. Hat da versucht, die Lücke irgendwie zu erzwingen. Ist vorbeigegangen. Honig Einhorn ohne Schaden. Kindrish ohne Schaden. Fighter auf der 5. Tick auf der 6. Allerdings jetzt da vorne. Fighter mit der Attacke. Nein, steckt da nochmal zurück. Honig Einhorn gegen Kindrish. Auch das ist da weiterhin extrem eng. Und Honig Einhorn geht erstmal wieder vorbei. Also hat sich jetzt wieder auf P3 vorgefahren. Und Fighter, der schaut sich das Ganze jetzt natürlich aus der verfolgenden Perspektive an. Hinter ihm Tick, auch der macht da jetzt mächtig Druck. Start mit 50%, genau, halber Tank am Start. Oh, auch da wieder die leichte Berührung. Also Kindrish und Honig Einhorn, die schenken sich jetzt hier aktuell nichts. Beide hier mit einer ähnlichen Pace unterwegs. Beide können den BMW sehr, sehr schnell bewegen. Aber auch beide mit einer recht harten Fahrweise hier in der Anfangsphase. Interessant das Ganze zu beobachten. Fighter, der hier unser Kamerakind gemacht hat, schaut sich das natürlich genau an und der weiß auch, wenn da vorne wieder was passiert, hat er die Möglichkeit, das Ganze für sich zu nutzen. So, Runde 3 ist jetzt so gut wie abgeschlossen. Stiflas Mahn, der hat sich jetzt 2,5 Sekunden absetzen können. Stiflas Mahn dominiert jetzt aktuell. Distant auf der 2. Position, Kindrish P3, Honig Einhorn 4 und jetzt die Attacke von Fighter. Anbremsen, Honig Einhorn spät auf der Bremse, kann die Position erstmal halten. Somit Fighter bleibt erstmal auf der 5, Tick auf 6, Isetsu auf der 7. Position, Mika auf 8, Prototyp 9, Erik auf der 10. Position, Mattes 11 und Follow Me auf der 12. Position. Und jetzt die Lücke zwischen Distant und Kindrish auch komplett zusammengeschrumpft. Innerhalb von 2 Kurven konnte sich Kindrish da jetzt neben Distant setzen und kann sich da jetzt vorbeischieben. Nächste Kurve geht wieder links rum. Das könnte für Kindrish gut ausgehen. Tut es. Kindrish geht vorbei. Distant auf der 3. Aber auch da ist noch nicht aller Tage Abend. Es könnte noch den Konter geben jetzt. Beschleunigt hier stark raus, setzt sich jetzt daneben und versucht es jetzt wieder auf der Bremse in der Spitzkehre. Und geht wieder vorbei. Die sind wieder zurück auf die 2. Position. Somit die beiden dahinter, Honig Einhorn und Fighter, auch wieder aufgerückt.
Also das Sprintrennen hat es bisher wirklich in sich. Und das Ganze spielt Stiflas Barm jetzt natürlich mächtig in die Karten. Der kann sich da vorne immer weiter absetzen. Und kann sich da natürlich jetzt ein gutes Polster rausfahren für die letzten knapp 13 Minuten. Und Kindrish versucht da wieder an Distant, aber das reicht nicht. Der war da noch zu weit weg, da gibt es die Berührung. Leichter Quersteher bei Distant und somit alle wieder ran. Oh, und auch hier Honigeinhorn, der will natürlich da mit durchschlüpfen. Schafft es auch erstmal. Und somit die Reihenfolge etwas abgewandelt. Kindrish auf 2, Honigeinhorn auf der dritten Position. Distant auf P4. Fighter auf 5, Tick auf der 6. Dahinter Isetsu auf der 7. Position. Mika 8, Prototyp 9, Erik auf der 10, Mattes 11 und Follow Me auf P12. Was passiert hier vorne zwischen 2 und 3? Kindrish und Honigeinhorn liefern sich jetzt hier, während sie die Flucht nach vorne starten, ein heißes Duell. Distant und Fighter kämpfen dahinter jetzt erstmal ihr eigenes Duell. Das ist natürlich die Möglichkeit für Honigeinhorn und Kindrish, sich da etwas zu lösen. Können Tick und Isetsu die Lücke da auch noch schließen. Sind da auf einem relativ guten Weg. Was hier vorne, dieses Vierergrüppchen, ist da aktuell noch das Interessanteste. Jetzt die Möglichkeit für Distant, da vielleicht nochmal zu überholen auf der Bremse. Aber Honigeinhorn, der ist deutlich stark. Der ist sehr, sehr stark auf der Bremse. Da gab es wieder die leichte Berührung und jetzt wieder. Also hier wird immer noch ein bisschen Lack ausgetauscht. Aber Honigeinhorn kann erstmal P3 halten. Distant, oh, der ist da zu weit rausgekommen. Jetzt gibt es die Möglichkeit für Fighter, sich daneben zu setzen und auf der Rechtskurve beim Anbremsen vorbeizugehen. Und das macht er auch. Fighter mit einem starken Manöver vorbei am Niederländer. Vorbei an Distant. Hier schon neben ihm gewesen. Da ist Distant ein bisschen weit rausgekommen. Da geht es jetzt auf den Bremspunkt zu. Den hat Fighter da sehr, sehr gut erwischt. Und kann sich da erstmal Distant vom Hals schaffen. Sehr stark. Und vorne Stiflas Barm 4,7 Sekunden. Es sind noch 10 Minuten. Also das sieht hier bisher sehr, sehr gut aus für ihn. Der macht hier ein sehr, sehr starkes Rennen. Kindrish auf der zweiten Position hat hier immer noch Honigeinhorn im Schlepptau. Aber die konnten sich jetzt etwas lösen von Fighter und Distant, die da im Kampf miteinander verstrickt gewesen sind. Auch hier wieder maximal über den Curb rollern. Die schnellste, der schnellste Weg durch diese Schikane ist nun mal voll mit Curb. Tick auf der 6, Isetsu 7. Mika auf der 8. Position. Prototyp 9, der muss in die Box. Die Reifen reichen nicht mehr. Somit nimmt Erik jetzt die 9. Position. Mattes auf 10. Und Follow Me auf der 12, auch der muss in die Box. Mal sehen, bei Stiflas Barm sehen die Reifen noch sehr, sehr gut aus. Kindrish und Honigeinhorn auch da noch sehr, sehr gute Traktion vorhanden. Die beiden aktuell aber mit etwas Abstand zueinander. Kindrish konnte sich jetzt von Honigeinhorn lösen. Somit das Duell zwischen Fighter und Distant. Dahinter Tick und Isetsu, aber auch das ist kein direktes Duell. Die werden jetzt versuchen, die Lücke nach vorne schließen zu können. Somit unser Blick auf Distant und Fighter. Jetzt vielleicht die Möglichkeit, kommt hier gut raus und hat hier
Die Möglichkeit versucht sie über außen, aber das reicht nicht. Da hat Distant Strafe abgebaut, aber keine Position gewinnen können. Fighter macht das bisher geschickt. Der macht hier die Innenbahn immer zu. Und wieder Quersteher bei Distant hier. Fliegt hier durch die Schikane. Vielleicht ein bisschen zu viel gewollt. Und somit ist der Abstand jetzt erstmal auf 6 Zehntel angewachsen. Er ist so gerade eben noch im Windschatten. Aber das reicht nicht, um jetzt hier zu attackieren am Ende der Start- und Zielgeraden. Und Isetsu sich da auch ein bisschen verbremst. Musste jetzt Tick da wieder ein bisschen Luft nach vorne geben lassen. Mika auf P8, Erik auf der 9, Mattes 10 und Prototyp auf der 11. Ja, Stifters Mom hier vorne, der macht da weiterhin einen fehlerfreien Job. Der ist jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen auf Sparflamme. Der Abstand ist etwas geschrumpft. Aber das liegt auch wahrscheinlich daran, dass Kindred jetzt nicht immer in den Rückspiegel schauen muss. Hat sich jetzt knapp 2 Sekunden von Honigeinhorn lösen können. Und Fighter auf der 4 hält hier Distant auf Distanz. Halbe Sekunde, bisschen mehr als eine halbe Sekunde, also jetzt keine Möglichkeit für Distant da zu attackieren. Distant allerdings jetzt gerade auf dem Weg, eine persönlich schnellste Runde zu fahren. Aktuell schnellste Rennrunde ist Kindrisch mit einer 1:42.8. Bei Stiflers Mom leuchtet die Tankanzeige tiefrot. Kann er die 6 Minuten damit jetzt noch überstehen? Kindrisch hat da noch ein bisschen mehr drin. Honigeinhorn wieder ein bisschen weniger. Also manche haben Sprit sparen können und manche eben nicht. Tick und die setzen weiterhin auf 6 und 7. Mika auf der 8, Erik 9. Mattes auf der 10 hat hier auch noch ein bisschen Strafe auf der Uhr. Also die Strafen können natürlich abgebaut werden, müssen innerhalb einer Runde abgebaut werden. Oh, aber 3,5 Sekunden. Stiflers Mom, der scheint jetzt hier wirklich Sprit sparen zu wollen. Der will hier wahrscheinlich nicht nochmal in die Box, aber ich glaube, der muss in die Box. Kindrisch, oh, wird eng, aber könnte funktionieren. Also jetzt sind wir gleich gespannt, ob jetzt Stiflers Mom in die Box gehen wird oder ob er mit dem Sprit tatsächlich zu Ende fahren kann. Ja, Storm Louis, auf jeden Fall, das ist qualitativ hochwertig, was hier geboten wird. So, Stiflers Mom jetzt durch die Schikane. Der muss in die Box. Er hat keine andere Wahl. Und das macht er jetzt auch. Stiflers Mom in der Box. Was macht Kindrisch? Der bleibt draußen. Honigeinhorn, der wird auch draußen bleiben. Kindrisch, da wird jetzt einen kleinen Splash and Dash geben. Die Reifen sind noch gut. Ja, genau so ist es. Ein kleiner Schluck wird nachgetankt. Isetsu, auch der muss in die Box. Oh, und Stiflers Mom, der hat da nicht allzu viel Zeit verloren. Oh, da hat er sich spät doch noch drauf besonnen, dass es ja eine Boxenlinie gibt. Kindrisch, Honigeinhorn, Stiflers Mom. 1, 2 und 3. Und jetzt natürlich die Frage, können die beiden da vorne durchfahren mit dem Tankinhalt? Stiflers Mom, der muss jetzt nicht mehr sparen. Der kann jetzt Vollgas geben. Fighter auf 4, Distant auf der 5. Tick P6, Isetsu 7. Mika auf der 8. Position, Prototypen 9, Mattes auf 10, da wird es jetzt nochmal eng. Mattes gegen Prototyp. Kampf um die 9. Position. Da hatte irgendwer jetzt einen mächtigen Leck. Und Mattes mit Schaden. Unangenehm. Das
will man nicht haben. Oh, bei Honigeinhorn blinkt es. 3 Minuten noch auf der Uhr. Das heißt, wir werden noch 2 Runden hiernach sehen dürfen. Oh, und Fighter und Distant. Da kommt die Attacke von Distant. Fighter da, glaube ich, mit einem kleinen Fehler. Was ist passiert? Ah, ein bisschen spät auf der Bremse hat er versucht, die Tür zuzuschlagen, aber das hat nicht funktioniert. Also Distant vorbei. An Fighter hat sich P4 wiedergeholt und Fighter in die Box. Auch bei Fighter der Sprit leer. Kindrisch, Honigeinhorn bleiben draußen. Stifflers Mom 2,5 Sekunden dahinter. Oh, wenn die beiden draußen bleiben können, sollte das reichen. Aber vor allem für Honigeinhorn könnte das nochmal eng werden. 2 Runden noch durchzuhalten mit dem Sprit. Distant P4, Tick auf der 5. Fighter kommt auf 6 wieder raus, Isetsu 7. Mika auf der 8. Position, Prototyp 9. Erik auf der 10. Und Mattis mit dem Schaden auf die 11. Position zurückgefallen. Ah, das ist sehr unglücklich, dass er da jetzt den Schaden davongetragen hat. Da konnte keiner was für, außer die Internetverbindung von einem der beiden. So, und auch bei Kindrish blinkt die Tankanzeige. Was ist in der Strategieabteilung besprochen worden? Beim Arrow Esports Team und bei Empire Racing Team. Beim Blades Racing Team gab es den Boxenstopp. Stiflers Mom könnte mit ein bisschen Glück, wenn einer der beiden vorne noch in die Box geht, sich den Sieg doch noch holen. Aber ich glaube, Kindrish, der hat genug Sprit gespart. Honigeinhorn, auch das könnte so gerade eben hinhauen. Und das erklärt natürlich auch, wieso Stiflers Mom da so wegziehen konnte da vorne. Der hat einfach nicht auf den Sprit geachtet. Der wollte mit Vollgas so viel Vorsprung rausfahren, wie er kriegen konnte. Distant auf P4. Sprit sollte so gerade eben reichen. Tick auf der 5. Fighter auf der 6. Position. Die 6 zu 7 ist da nochmal rangefahren. Und jetzt im Windschatten gibt's jetzt die Attacke. Isetsu klebt dran, jetzt zieht er raus, jetzt versucht er es auf der Bremse. Und Isetsu geht vorbei, Isetsu jetzt auf 6, Fighter auf der 7. Position. Mika auf 8, Prototyp P9, Erik auf der 10 und Mattis auf 11. So, es reicht für Kindrish, den Sieg nach Hause zu bringen, hier im Sprintrennen. Der Sprint hat so gerade eben funktioniert mit dem Inhalt, den er noch übrig hat. Das sollte auch bis zur Ziellinie noch halten. Bei Honigeinhorn sehr, sehr knapp. Aber auch das könnte reichen. Stiflers Mom ein bisschen mehr Reserven. War allerdings auch in der Box. Und da sehen wir die Strategie von Stiflers Mom. War in diesem Sprintrennen nicht die beste. Da hat es bei Kindrish ein bisschen besser funktioniert. Und der geht jetzt in Richtung der letzten Kurve. Die letzte Schikane gilt es noch zu überstehen. Wenn der BMW im Turbo Boost nicht auf einmal das Heck verliert. Aber das sieht gut aus. Der kommt jetzt hier gut durch. Kindrish auf dem Weg in Richtung des Sieges hier im Sprintrennen. Kindrish gewinnt. Und Honigeinhorn mit dem letzten Tropfensprit auf P2. Stiflers Mom auf der 3. Podium komplett. Distant auf P4, der hat da auch nochmal mächtig abreißen lassen. Musste da auch wieder Sprit sparen. Distant auf der 4, Tick, holt sich P5. Isetsu kann die 6. Position behaupten, Fighter auf 7. Mika hinter seinem Teamkollegen auf der 8. Position. Prototyp holt sich P9. Und Ersatzfahrer Erik kann sich noch vor Mattis... Nein, kann er nicht. Mattis holt sich P10. Erik auf der 11 ohne Sprit. Sehr, sehr enges Rennen. Kindrish gewinnt vor Honigeinhorn und vor Stiflers Mom.
Sehr schön, herzlichen Glückwunsch an Kindrisch, der hier wieder mal zeigt, dass er ein starkes Rennen fahren kann. So. Und da haben wir nochmal das Rennergebnis. So sieht's aus und so wird's gleich umgekehrt ins nächste Rennen gehen. Bis dahin gibt's noch ein bisschen Werbung von unseren Partnern und Sponsoren und sehen uns gleich wieder. Hankook Tire. Hankook Tire. Federn und Stabilisatoren sind die Muskeln jedes Autos. Diese werden von Eibach auf höchste sportliche Leistungsfähigkeit getrimmt. Seit mehr als 4 Jahrzehnten gelten wir global als Marktführer für individuelle Produkte rund ums Fahrwerk. Zu unseren Produkten zählen Sportfedern, Sportfahrwerke, Stabilisatoren und Spurverbreiterung. Diese zusammen geben dem Automobilfan und Enthusiasten alle Möglichkeiten, sich sein Fahrzeug nach seinen Wünschen zu gestalten. Sei es höher, tiefer oder breiter. Natürlich immer mit optimierten Fahreigenschaften. Mein Name ist Angela Knaus, ich bin 20 Jahre alt und ich mache meine Ausbildung zur Industriekauffrau bei Eibach. Hankook Tire. Hankook Tire. Hankook Tire. Hankook Tire.
Federn und Stabilisatoren sind die Muskeln jedes Autos. Diese werden von Eibach auf höchste sportliche Leistungsfähigkeit getrimmt. Seit mehr als 4 Jahrzehnten gelten wir global als Marktführer für individuelle Produkte rund ums Fahrwerk. Zu unseren Produkten zählen Sportfedern, Sportfahrwerke, Stabilisatoren und Spurverbreiterung. Diese zusammen geben dem Automobilfan und Enthusiasten alle Möglichkeiten, sich sein Fahrzeug nach seinen Wünschen zu gestalten. Sei es höher, tiefer oder breiter. Natürlich immer mit optimierten Fahreigenschaften. Mein Name ist Angela Knaus, ich bin 20 Jahre alt und ich mache meine Ausbildung zur Industriekauffrau bei Eibach. Hankook Tire. Hankook Tire. Hankook Tire. Hankook Tire. Federn und Stabilisatoren sind die Muskeln jedes Autos. Diese werden von Eibach auf höchste sportliche Leistungsfähigkeit getrimmt. Seit mehr als 4 Jahrzehnten gelten wir global als Marktführer für individuelle Produkte rund ums Fahrwerk. Zu unseren Produkten zählen Sportfedern, Sportfahrwerke, Stabilisatoren und Spurverbreiterung. Diese zusammen geben dem Automobilfan und Enthusiasten alle Möglichkeiten, sich sein Fahrzeug nach seinen Wünschen zu gestalten. Sei es höher, tiefer oder breiter. Natürlich immer mit optimierten Fahreigenschaften. Mein Name ist Angela Knaus, ich bin 20 Jahre alt und ich mache meine Ausbildung zur Industriekauffrau bei Eibach. So, da sind wir wieder zurück
auf dem Circuit de Barcelona, Catalunya. So, Ötti, vielen, vielen Dank für dein Abo. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Oder immer noch mit dabei bist. Und jetzt gerade dazugekommen bist zum zweiten Rennen. So, umgekehrte Startreihenfolge im Hauptrennen. Das heißt, Follow me auf der ersten Position. Erik auf 2, Mattes P3, dahinter Prototyp 4. Mika auf der 5, Fighter auf der 6. Position, Isetsu auf 7, Tick auf der 8, Distant auf der 9. Position. Dahinter Stifler's Mom auf 10, Honig-Einhorn auf der 11. Position, Kindrish auf 12 und vorne geht es los. Follow me. Ja, dem folgen jetzt alle. Die Frage ist, wer kann jetzt als erstes attackieren? Mattes ist da relativ nah dran an Erik. Gibt's da jetzt die Möglichkeit zu attackieren? Er zieht raus. Oh, da gab's die erste mächtige Kollision hier. Follow me. Mächtig getroffen vom Erik. Also da muss... Irgendwie muss man sich da uneinig gewesen sein. Somit übernimmt Mattes jetzt erstmal Position 1. Prototyp auf der 2. Mika auf der 3. Position. Follow me 4. Isetsu auf der 5. Position. Aber es ist hier weiterhin extrem eng. Isetsu versucht jetzt über außen da vorbeizugehen an Follow me, aber da ist kein Platz. Somit Fighter jetzt auch die Möglichkeit, sich schon mal wieder auf die 5. Position vorzuschieben. Ist da Tür an Tür mit Isetsu Berührung. Isetsu und Fighter mit dem Kontakt. Er muss jetzt auch noch aufpassen, denn hinter ihm ist Tick. Der macht jetzt hier auch noch Druck. Vorne Mattes auf 1, Prototyp auf der 2, Mika auf 3. Versucht sich da jetzt auch noch irgendwie vorbeizuschieben. Aber das funktioniert hier noch nicht so richtig. Jetzt allerdings, jetzt ist er vorbei. Jetzt hat er den besseren Durchgang durch diese leichte, kleine, langgezogene Schikane und ist somit auf 2. Prototyp auf der 3. Isetsu auf der 4. Position. Fighter P5 und Tick geht an Follow Me vorbei auf die 6. Der scheint hier mit seinem Schaden jetzt erstmal massive Probleme zu haben. Distant geht da auch vorbei. Stifler's Mom vorbei. Tick in der Box. Honig-Einhorn auf der 8. Position. Kindrish auf 9. Tick in der Box. Erik. Auch da geht's in die Box nach der Startposition. Follow me, das Rennen verlassen. So, vorne wird's natürlich enger. Wir haben die umgekehrte Startreihenfolge. Das macht das Ganze natürlich interessant, wenn's um die ersten Runden geht. Mattes, Mika, Prototyp, Isetsu. Das sind die ersten 4. Fighter auf der 5. Position. Auch der ist da noch mit dran. Aber wir hängen uns jetzt erstmal ins Cockpit von Isetsu und seinem Aston Martin, denn da vor ihm ist auf jeden Fall noch Action. Mattes verteidigt sich jetzt hier mit allen Mitteln, die er zur Verfügung hat. Mika auf 2 macht jetzt hier mächtig Druck. Gibt es jetzt vielleicht die Möglichkeit für Mika da zu attackieren? Wir springen mal rein. Immer wieder der Blick in den Rückspiegel. Denn auch Prototyp hinter ihm hat natürlich die Möglichkeit, da anzugreifen. Aber es reicht noch nicht. Mattes da gut auf der Bremse. Mika versucht sich da zumindest im Rückspiegel zu zeigen. Und da ist Isetsu angeflogen gekommen. Der ist hier mal mächtig vorbeigeflogen am Prototyp. Schauen wir uns das nochmal in Ruhe an. Hier natürlich mit Windschatten. Und dann nimmt er sehr, sehr spät die Bremse und fliegt da förmlich vorbei an Prototyp. Starkes Manöver von Isetsu. Und der will weiter nach vorne. Der hat jetzt hier die Möglichkeit, Mika vor sich zu attackieren. Aber jetzt der Konter von Prototyp. Setzt sich jetzt daneben. Und auch Fighter geht raus aus dem Windschatten. Jetzt geht es hier zu dritt nebeneinander in die erste Kurve. Nein, Prototyp steckt zurück. Fighter geht vorbei. Aber auch vorne die Attacke von Mika. Nein. Mattes bleibt erstmal vorne. Mattes weiterhin auf der 1, Mika P2, Isetsu auf der 3. Position. Aber jetzt die nächste Möglichkeit für Mika. Ist er jetzt innen, versucht es auf der Bremse, kann er sich jetzt erstmal vorbeischieben.
Aber es geht wieder links rum. Jetzt hat Mattes wieder die bessere Möglichkeit, aber er ist vorbei. Mika, doch nicht. Also Mattes kann sich jetzt auf der Bremse wieder zurück auf die erste Position schieben. Stark verteidigt von Mattes über drei Kurven lang. Und Isetsu schaut sich das jetzt natürlich erstmal an. Der wartet auf seine Chance. Quersteher von Mika, der stand hier mächtig quer. Verliert jetzt natürlich ein bisschen Zeit und Isetsu kann die Zeit jetzt mitnehmen. Oh, und Mattes eine Sekunde Track-Limit-Strafe. Das wird ihm wehtun. Attacke von Isetsu auf der Innenbahn. Mika außen, aber Isetsu geht vorbei. Leichter Kontakt da zwischen Isetsu und Mika, aber der ist vorbei. Distant, auch der vorbei an Fighter. Der will natürlich auch wieder nach vorne kommen. Fighter auf 5, Honig Einhorn auf der 6. Position. Stifflers mal am 7. Kindrish auf der 8. Prototyp auf die 9 zurückgefallen mittlerweile. Tick, P10 und Erik auf der 11. Und vorne Mattes jetzt mächtig unter Druck. Isetsu versucht sich da jetzt Leben zu setzen. Mika kommt da auch angeflogen. Was passiert jetzt am Brennpunkt? Bremspunkt. Oh, die beiden, leichte Berührung da auf der Geraden. Mattes hat da Strafe noch abgebaut, aber Isetsu kann dann nicht vorbeigehen, denn er muss jetzt auch noch aufpassen, denn Mika hinter ihm, der macht hier nochmal Druck und versucht jetzt hier Isetsu zu attackieren. Aber das reicht nicht, Isetsu macht da die Innenbahn erstmal komplett zu, aber Mika kann die Linie da ein bisschen kreuzen, kann sich erstmal daneben setzen. Nächste Kurve geht's links rum, das sollte für Isetsu erstmal wieder reichen. Leicht auch da wieder ein bisschen Lackaustausch. Mattes, Isetsu, Mika, die drei hier vorne sind hier wirklich on fire. Distant auf der 4, der spielt jetzt auch noch mit, der hat die Lücke jetzt komplett schließen können. Versucht jetzt hier, oh, da ist der mächtige Quersteher von Mika. Konnte Gott sei Dank den AMG da noch abfangen, aber Distant, der hat die Chance natürlich sofort genutzt. Ist da vorbeigegangen, jetzt auf der 3. Position. Bisschen später auf der Bremse als Mika, aber der kann sich da jetzt erstmal nicht daneben schieben. Und der Druck, der ist enorm. Isetsu macht hier wirklich sehr, sehr viel Druck. Jetzt ist Isetsu vorbei. Ich wollte gerade fragen, wie lange kann Mattes dem Ganzen jetzt noch standhalten. Aber Isetsu ist vorbei. Mattes auf der 2. Distant P3. Mika auf die 4 zurückgefallen. Jetzt die Frage, kann Distant jetzt mit dem Windschatten oder aus dem Windschatten heraus überholen? Setzt sich jetzt auf jeden Fall daneben. Und es sieht stark danach aus, wenn er es jetzt auf dem Bremspunkt noch halten kann. Auch dahinter die Attacke von Stiflas Mom. Distant geht vorbei, Stiflas Mom setzt sich nur daneben. Doch, der geht auch vorbei. Stiflas Mom auf 4, Mika P5. Kindrish auf der 6. Position. Honig Einhorn auf P7. Danach sind es knappe 12 Sekunden. Tick auf 8. Fighter auf der 9. Prototyp 10. Und Erik auf der 11. Und Isetsu führt das Feld jetzt an. Distant auf 2. Der macht jetzt auch mächtig Druck. Hier geht's um die erste Position. Oh, Kindrish hatte ihn da weggeschmissen. Wir schauen nochmal rein. Habe ich da schlingern sehen, den BMW vom Aero eSport Team? Gucken wir nochmal. Scheint da ein bisschen zu früh aufs Gas gegangen zu sein. Genau so sieht's aus. Hat da, hat da mächtig Glück und volle Konzentration. Hält da seinen pink-schwarzen M6 auf der Strecke. Ist allerdings jetzt auf die 7. Position zurückgefallen. Und Distant ist vorbei an Isetsu. Wo ist es passiert? Kriegen wir es noch rein? Nein, da war es leider schon zu weit. Schade, aber Distant jetzt auf der 1 fürs Dutch Pegasus Team. Isetsu, Skyforce Motorsport auf der 2. Und Mattes hier ein bisschen im Kies auf der 3. Position. Der hat hier ein bisschen Schwierigkeiten, den M6 zu kontrollieren. Somit die Möglichkeit. Boah, der schlingert jetzt hier und dreht sich. Also, lieber Mattes, das tut mir leid, aber das müssen wir uns mal kurz anschauen. Was ist da passiert? Hier schon mit dem Kies zu kämpfen. Und dann schlingert der BMW ein bisschen und dann ist der Wagen natürlich dreckig. Die Reifen sind dreckig. Hier der Bremspunkt funktioniert dann nicht mehr und dann
Kettenreaktion. Auch das kann passieren. Allerdings Distant jetzt auf P1. Der ist jetzt hier on fire. Der will die Punkte mitnehmen, die ihm in Rennen 1 verwehrt wurden. Distant auf 1, ich setze auf der 2. Stift das war P3. Honig Einhorn dahinter auf der 4. Position. Mika aktuell 5. Kindrish auf P6. Tick auf der 7. Fighter auf 8. Prototyp auf der 9. Position. Mattis auf der 10 nach seinem Boxenstopp. Erik P11. Und somit schauen wir, was hier an der Spitze passiert. Knappe 6 Zehntel jetzt zwischen Isetsu und Distant. Aktuell schnellste Rundenzeit von Distant mit einer 1:43,4. Die schnellste Rennrunde gibt einen Zusatzpunkt. Also auch das nicht unwichtig. Aber die beiden leben sich jetzt hier etwas auseinander. Auch das eine möglicherweise strategische Ausdehnung des Feldes. Stiflas Mahm auf der 3, Honig 1 und auf 4. Knappe Sekunde dazwischen. Mika P5. Geht in die Box. Somit übernimmt Kindrish jetzt erstmal die 5. Position. Tick auf 7. Fighter direkt dahinter auf der 8. Die beiden auch im direkten Kampf auf der Strecke unterwegs. Bleiben wir da mal kurz drauf, ob Fighter sich jetzt hier einfach nur mitziehen lässt oder ob es hier auch einen Angriffsversuch gibt. Denn die beiden sind im Schwesterteam. Skyforce Motorsport 1 und 2. 1 im Aston Martin, 2 im AMG. Aber Fighter ist da auch aus dem Windschatten rausgegangen. Also keine Ambition da zu überholen. Lässt sich da ein bisschen mitziehen. Mika kommt auf der 8 wieder raus. Prototyp ist auf der 9. Mattis auf die 10 zurückgefallen. Und Erik P11. Und vorne, es könnte etwas enger werden. Stiflas Mahm fährt die Lücke jetzt hier auf Isetsu und Distant. Also das könnte sich jetzt hier noch zu einem interessanten Duell entwickeln. Tiefstehende Sonne in Katalonia am Nachmittag. Es wird ein bisschen geblendet. Also gehen wir wieder auf die Außenperspektive. Vielleicht gleich, dass ich mal schaue, dass ich vielleicht ein bisschen Helligkeit runternehmen muss. Fighter und Tick und Fighter. Nein, der steckt wieder zurück. Der sieht da noch nicht die Lücke, um zu attackieren. Auch hier vorne sind die Lücken etwas auseinander. Kindrish jetzt aktuell mit der schnellsten Rundenzeit. Hat sich jetzt eine 1:43,4 eingefahren und 2,1 Sekunden hinter Honig Einhorn. So, und vorne eine ganz kleine Lücke. Distant, Isetsu und Stiflas Mahm. Die sind jetzt noch nicht so in hundertprozentiger Schlagdistanz. Distant setzt sich vorne jetzt mehr und mehr ab. Und das heißt, Stiflas Mahm kann sich jetzt Isetsu vornehmen. Beide im gleichen Auto unterwegs. Beide vorne deutlich mehr Verschleiß. Isetsu Schaden vorne. Distant kein Schaden hinten. Also den hat er sich irgendwie selbst zugefügt. Und es wird jetzt eng. Isetsu auf P2, Stiflas Mahm auf der 3. Die bekommen jetzt ein schönes Duell zu Gesicht und Honig Einhorn macht mit. Honig Einhorn setzt sich jetzt noch direkt dahinter und versucht jetzt hier diesen Dreikampf zu seinem Vorteil zu nutzen. Wenn die beiden sich da vorne bekriegen, dann gibt es immer eine Lücke. Boah, das war eng. Honig Einhorn da sehr, sehr spät auf der Bremse. Zumindest deutlich später als Stiflas Mahm und Isetsu. Das hätte fast eine Kollision gegeben, aber Honig Einhorn mit einer guten Reaktion muss jetzt allerdings ein bisschen abreißen lassen. Die beiden vor ihm im direkten Duell.
leichte Berührung da zwischen die Sätze und Stiflers Mom. Und Stiflers Mom kann vorbeigehen, kann das jetzt auch halten. Haben wir hier den schönen Blick aus der ersten Reihe. Honig Einhorn filmt das Geschehen für uns. Und setzt sich da jetzt mit dran. Also der profitiert jetzt natürlich ein bisschen von diesem Zweikampf. Zeigt sich da auch deutlich im Rückspiegel. Zeigt Isetsu, dass er auch noch da ist und auch gerne an ihm vorbeigehen möchte. Also Stiflers Mom hat sich jetzt erstmal P2 geholt. Der Rest des Feldes scheint sich etwas auseinandergezogen zu haben. Dementsprechend dieser Dreikampf hier für uns im Stream am interessantesten. Ja, wir haben hier noch zwischen Fighter und Tick. Fighter mittlerweile vorbeigegangen an Tick. Oh, oh, hier gibt's Kollision. Kollision zwischen Stiflers Mom, Honig Einhorn und Isetsu. Was ist da passiert? Schauen wir da nochmal rein. Und hören hin. Honig Einhorn, der war, glaube ich, ein bisschen zu spät auf der Bremse, hat versucht, die Kollision zu vermeiden, aber es hat nicht funktioniert. Ja, Chaos trifft's ganz gut, Ötti. Ja, wer davon maximal profitiert hat, das ist Kindrish, denn den sehen wir jetzt als Spitzenreiter. Kindrish übernimmt Position Nummer 1, hat sich da schön rausgehalten und ist da schön an allen vorbeigeflogen. Kindrish auf der ersten Position. Dahinter Fighter übernimmt die 2. Distant, okay, der hat seinen planmäßigen Boxenstopp jetzt absolviert. Kommt auf 3 wieder raus. Isetsu auf der 4, Honig Einhorn 5. Mika kommt da von hinten angeflogen. Boah. Ganz knapp. Mika und Tick da ohne Kollision, aber Tick auf der 7 wieder raus. Stiflers Mom ist auf der 8 wieder rausgekommen. Musste natürlich Schaden reparieren. Prototyp 9, Mattes auf der 10, Erik auf P11. So, allerdings schauen wir auf das hier vorne, denn hier sind sie jetzt zu dritt. Mika, Isetsu und Tick. Und wer kann jetzt hier seine frischen Reifen am besten nutzen? Mika, der hat seine Reifen schon ein bisschen was drauf. Tick und Isetsu, die sollten frisch sein. Und Tick versucht es jetzt hier als Erster, aber da gab es die kleine Berührung. Jetzt geht's wieder in Richtung der Spitzkehre und diesmal versucht Stick auf der Innenseite. Oh. Auch das haben wir deutlich gehört. Da gab es den Treffer. Isetsu ist da hinten drauf geschlagen. Schauen wir uns das nochmal an, was da passiert ist. Mit aller Gewalt versucht irgendwie in die Lücke rein zu stechen und räumt Mika da ab. Anders kann man es tatsächlich nicht nennen. Objektiv betrachtet schwierig, das jetzt einzuschätzen. Auf jeden Fall gab es die Kollision und Mika ist bis in die katalonischen Berge geflogen. So, Kindrish weiterhin auf der ersten Position. Und Mika, der hat den Raum jetzt auch verlassen. Also der scheint auch nicht wirklich happy damit zu sein, was da vorgefallen ist. So, Kindrish auf der 1, Fighter auf der 2. Position, Distant P3, 21 Minuten Rest haben wir noch. Honig Einhorn auf der 4, Tick auf der 5. Position, die Sätze auf 6, Stiflers Mom 7, Prototyp auf der 8. Position, Mattes 9 und Erik auf der 10.
wo haben wir jetzt noch Zweikämpfe. Distant, der geht jetzt wieder in Richtung von Fighter. Eins, knappe Sekunde jetzt dahinter, aber Distant, der war vorhin schon sehr, sehr schnell. Aber Fighter, ja, der musste jetzt die Strafe abbauen. Somit ist Distant da jetzt vorbei. Fighter nur noch auf der dritten Position. Hat hier natürlich sehr viel Zeit verloren durch den Strafenabbau. Ja, Ötti, das ist tatsächlich auch für mich als Streamer natürlich nicht unbedingt so schön, wenn es weniger Fahrzeuge werden. Klar. Aber da bin ich nicht in der Position, mir da ein Urteil zu bilden. Ich versuche das Ganze hier objektiv zu beurteilen. So, wir gucken mal durch. Kindrish auf der 1, Distant auf der 2. Position. Fighter P3, Honig Einhorn auf der 4, Tick P5, Isetsu 6. Stiflas Mam auf 7, Mattes auf der 8, Prototyp 9 und Erik auf der 10. 10 Fahrzeuge noch auf der Strecke verblieben. Aktuell Kindrish mit einer sehr, sehr starken Vorstellung, muss natürlich noch in die Box. Tankanzeige blinkt, da ist kaum noch was drin. Ich denke, der wird jetzt schon reinkommen. Genau das tut er. Distant, der über den Strafenabbau von Fighter vorbeigegangen ist, wird somit höchstwahrscheinlich die Führung übernehmen. Knappe 19 Minuten sind es noch. Kindrish jetzt in der Box. Wir sehen es oben auf der Minimap. Vorne, jetzt kommt Kindrish da wieder raus. Kindrish. Oh, das wird eng, Kindrish. Doch, das reicht. Kindrish kann die erste Position behaupten. Kindrish bleibt auf 1, Distant auf der 2. Fighter, P3. Oh, aber da wird es jetzt verdammt eng zwischen den beiden. Kindrish mit dem neuen Material. Die Reifen sind noch nicht hundertprozentig auf Temperatur. Dafür sind die Dinger deutlich frischer. Und Distant jetzt hier spät auf der Bremse, rutscht hier über alle 4 Reifen. Und hat da ein bisschen Zeit liegen lassen, aber die sind noch eng. Ja, wirklich sehr, sehr knapp, Ötti. Also so knapp. Ich glaube, das war so nicht unbedingt kalkuliert. Ein bisschen Glück gehört natürlich auch immer dazu. Und das war jetzt in dem Fall auf der Seite von Kindrish. Hat hier in der Zeit, wo er draußen geblieben ist, eine gute Pace hingelegt und kann somit die erste Position nach seinem Boxenstopp behaupten. Sehr, sehr stark von Kindrish aktuell. So, Fighter auf der 3. Position. Dahinter Honig Einhorn P4. Tick auf der 5. Isetsu auf der 6. Der jetzt allerdings auch Besuch von Stiflas Mam bekommt. Gibt's jetzt hier schon direkt die Attacke. Isetsu macht innen komplett zu. Lässt somit erstmal keine Chance für Stiflas Mam. Aber Isetsu hat den Schaden vom Unfall immer noch auf der Vorderachse. Also da ist immer noch der Splitter vorne beschädigt. Somit die Möglichkeit in den längeren, in den langen, schnellen Kurven vielleicht für Stiflas Mam dann noch irgendeine Attacke zu wagen. Aber Isetsu macht ihn da komplett zu. Weiß natürlich, dass er jetzt hier vielleicht ein bisschen Grip-Probleme hat auf der Vorderachse. Oh, das nutzt Stiflas Mam oder versucht er jetzt gnadenlos auszunutzen. Leichte Berührung da. Aber Stiflas Mam, der hat auf der Vorderachse besser Grip. Der hat deutlich weniger untersteuern, kann hier enger in die Kurven reinfahren und geht somit jetzt an die Sätze vorbei. Stiflas Mam auf Position 6 vorgefahren. Vorne zwischen Kindrish und Distant ist das Ganze weiterhin immer noch sehr, sehr ausgeglichen. Knappe Sekunde jetzt zwischen den beiden. Kindrish mit dem deutlich besseren Reifenmaterial kann hier also besser durch die Kurven kommen.
Distant hält da aber sehr, sehr gut mit. Weiter auf 3, Honig Einhorn 4. Ein Tick auf der 5, Stifler's Mom. Hält Isetsu erstmal hinter sich. Mathe ist auf der 8. Position, Prototyp 9. Und Erik auf der 10. Aber die beiden sind hier immer noch sehr, sehr eng beieinander. Nur knappe 4 Zehntel trennen die beiden. Also es könnte natürlich für Isetsu jederzeit die Möglichkeit eines Konters kommen. Aber auch hier vorne ist jetzt durch den Windschatten die Lücke geschrumpft. Kündisch verteidigt seine erste Position. Distant versucht sie ihm abzuluxen. Aber Kindrisch, der ist hier gut durch die lange rechts gekommen. Der hat sich jetzt hier direkt wieder 7 Zehntel rausgeholt. Matt ist in der Box. Und auch Stifler's Mom kann sich jetzt ein bisschen von Isetsu absetzen. Prototyp auf der 8. Matt ist auf der 9. Und Erik auf P10. Knappe Sekunde, also aktuell immer noch das engste dieses Duell hier zwischen Blades Racing Team, Stifler's Mom im Aston Martin DBR9 und das Skyforce Motorsport Team mit Isetsu, auch da der Aston Martin DBR9. Aber sehr, sehr hell hier in der Cockpit-Perspektive. Gehen wir auf die Außenkamera. Auch Honig Einhorn scheint die Lücke auf Fighter jetzt so langsam zuzufahren. Schauen wir da mal kurz, wie es da jetzt mit den beiden weitergeht. Wir sitzen bei Honig Einhorn im BMW und warten, dass es eine Attacke gibt. Die Lücke ist mittlerweile zu. Es sind noch 4 Zehntel und Honig Einhorn macht die Lücke immer weiter zu. Die Möglichkeit ist jetzt so langsam da. Falter, der muss jetzt natürlich aufpassen. Der muss allerdings auch nochmal in die Box. Honig Einhorn, der hat genug Sprit drin. Falter muss definitiv nochmal rein. Falter jetzt auch mit den ziemlich weit abgefahrenen Reifen. Aber ich denke, der wird jetzt reingehen. Genau das tut er auch. Falter geht in die Box, somit übernimmt Honig Einhorn. Jetzt erstmal P3. Hat jetzt Distant 2,8 Sekunden Vorsicht. Aber das jetzt in 11,5 Minuten noch aufzuholen, das wird schwierig. Möglich, aber schwierig. Haben wir natürlich alles auf dem Schirm und sobald es da enger wird, schauen wir da nochmal rein. Tick und Stifler's Mom. Stifler's Mom jetzt tatsächlich die Lücke sehr weit zufahren können. 1,1 Sekunden, eine Sekunde nur noch. Also Stifler's Mom ist jetzt schnell. Setzt jetzt Tick hier unter Druck. Fighter ist auf 6 rausgekommen, Isetsu bleibt auf 7. Prototyp 8, Mattes 9 und Erik auf der 10. Oh,
und Tick, der musste Strafe abbauen. Tick musste Strafe abbauen. Somit ist Stiffers Mom vorbei auf die vierte Position. Hat sich hier sehr, sehr gut durchgekämpft. Von ziemlich weit hinten jetzt bis auf die vierte Position gestartet. Gefahren. So. Allerdings heißt das Ganze jetzt für Kindrisch auch mit seinen 5,7 Sekunden Vorsprung, 5,8, dass er es jetzt einfach nur verwalten muss. Sehr stark, sowohl strategisch als auch fahrerisch, Kindrisch jetzt hier heute mit einem sehr, sehr starken Abend. Mal wieder, letzte Woche auf dem Red Bull Ring auch sehr, sehr stark unterwegs gewesen. Distant auf der 2, auch da, Hut ab, sich davon sehr weit hinten wieder nach vorne zu kämpfen. Ratze, Naben, schön, dass du da bist. Schade, dass du nicht auf der Strecke bist. Aber schön, dass du trotzdem bei uns bist. So, Tick ist nochmal in der Box. Honig Einhorn auf 3, Stiffers Mom auf der 4, Fighter auf 5. Und die Setze auf der 6, aber da kommt Tick raus. Auf 5. Reicht das? Oder kann Fighter da jetzt noch außenrum mit Überschuss? Na, das reicht für Tick. Aber beide jetzt mit frischem Material oder ziemlich frischem Material. Fighter eine Runde älter, das Ding. Hängt sich da allerdings jetzt ran. Mercedes AMG GT3 gegen den Aston Martin. ...4 Sekunden der Abstand. Also der hängt ihn jetzt hier in der Stoßstange. Hinter dem Bein die Setsu, aber der mit dem Schaden am... ...an der Fahrzeugfront, der wird wahrscheinlich die Pace nicht mitgehen können. Somit das jetzt hier um die fünfte Position aktuell der intensivste Zweikampf. Vorne... Honig Einhorn, der kann die Lücke auf Distanz dann noch nicht so richtig zufahren. 2,1 Sekunden da der Abstand. Also wir konzentrieren uns auf den Kampf um die fünfte Position. Es sind noch knappe 8 Minuten. Kindrisch, der kann das gut nach Hause fahren. Und Stiffers Mom nochmal in die Box. Nochmal neue Reifen draufschweißen. Somit übernimmt Tick jetzt die vierte Position. Da vorne kommt Stiffers Mom schon wieder raus. Also auch das ist jetzt eng, aber Stiffers Mom scheint... Oh, der hat Strafe bekommen. Der hat noch Strafe bekommen, hat die abgebaut jetzt fast. Muss da irgendwas bei der Boxeneinfahrt schiefgelaufen sein. Fighter auf der 6. Aber Stiffers Mom, der war ja schon schnell unterwegs. Der hat jetzt auch noch das frische Material. Also vielleicht kann er sich sehr, sehr schnell Tick hier einverleiben. Da bin ich ja mal sehr gespannt, wie das jetzt hier noch vonstatten geht. Zu dritt geht's jetzt hier in die letzten 7 Minuten. Fighter, Stiffers Mom und Tick. Knappe 7 Minuten noch. Oh ja. Stiffers Mom hat sich da kurz mal in den Geist verwandelt, hat sich da kurz die Strafe abbauen lassen. Und Fighter, man hat es gesehen, der war ein bisschen verwirrt, was er jetzt macht. Ob er da auf der Linie bleiben soll oder irgendwie ausweichen soll. Ist natürlich auch nicht unbedingt optimal. Das Ganze auf der Ideallinie abzubauen. Aber es ist weiterhin eng. Die Setsu auf 7, der scheint sich da jetzt auch wieder ranzukämpfen. Ist wieder auf dem Weg, da nochmal mitzuspielen. Stiffers Mom im Windschatten. Knappe 3/10. Jetzt fährt er aus, aber steckt nochmal zurück. Sieht hier noch nicht die Möglichkeit, Tick zu attackieren. Aber Stiffers Mom hat die Pace. Der könnte...
in jeder Kurve so weit sein, dass er da attackiert. Und jetzt setzt er sich da auf die Innenbahn. Das ist die klassische Variante. Da zu überholen. Leichte Berührung, aber Stiflas Warm geht vorbei. Somit auf die 4. Stiflas Warm auf 4. Tick zurück auf die 5. Position. Ja, und vorne zieht es sich auseinander. Kindrisch nochmal hier Strafe bekommen, aber der hat da jetzt keinen Stress, die abzubauen. Distin auf der 2, Honig-Einhorn, P3, Stiflas Warm auf der 4. Tick direkt dahinter auf P5, Fighter auf der 6, sie setzt es. Prototyp auf 8, Mattes 9, Erik auf der 10. Und wie sieht das Ganze jetzt hier aus? Wir haben weiterhin ein 3, fast schon 4 Kampf. Aber ich weiß nicht, ob die Sätze da mit dem Schaden an der Front. Nein, den hat er reparieren lassen. Hat den reparieren lassen. Somit ist er jetzt auch ein Kandidat, der da noch mitspielen kann. Stiflas Mom hat die Pace, um sich jetzt hier abzusetzen. Fighter und Tick, die sind schon fast das gesamte Rennen zusammen im Kampf unterwegs. Und ich setze mit dem reparierten Aston Martin. Hat jetzt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze nochmal spannender zu machen. Also jetzt ist es soweit. Sie sind zu viert. Geht's jetzt hier um Barcelona, Catalunya. Oh, das sah aus, als würde Isetsu da komplett von der Strecke fliegen, aber es war auch nur ein Netzwerkversatz. Da hatte ich mich kurz mal erschrocken gehabt, aber alles gut. Isetsu fährt noch. Drei Minuten 20 noch, also es wird noch zwei Runden geben. Kindrisch jetzt das vorletzte Mal über Start und Ziel. Distant auf 2, Honig-Einhorn auf der 3. Position. Dahinter ist Stiflas Warm, der konnte sich jetzt ein bisschen absetzen. 1,2 Sekunden von Tick, die er da rausgefahren hat. Der allerdings jetzt auch mit Fighter hinter sich mehr als beschäftigt ist. Und der sieht überall nur orange vor sich und hinter sich die beiden Skyforce Motorsport Aston Martin in knallorange, passend zu Halloween und dem Kürbis. Oh, mächtig da reingeflogen, ihr setzt du da spät auf der Bremse. Komische Situation hier gerade zwischen Fighter und Isetsu. Haben sich da auf jeden Fall getroffen. Und Isetsu mit Schaden. Und auch Fighter mit Schaden. So, vorne Kindrisch auf dem Weg in Richtung letzter Runde. Kindrisch mit 9,2 Sekunden. Distant auf der 2. Position. Honig-Einhorn holt sich erstmal die letzte Runde ab und ist jetzt aktuell auf P3. Stiflas Warm auf der 4. Position. Tick auf
der fünften Position mit seinem Aston Martin. Dahinter Fighter, der jetzt auch mit Schaden vorne rechts unterwegs ist. Ich setze auf 7, Schaden vorne links und die Front. Prototyp auf der 8, Mattes 9. Auch die 1,6 Sekunden sind da relativ nah aneinander gekommen. Und Erik auf der 10. Position. So, somit geben wir dem wirklich würdigen Gewinner dieses Hauptrennens, wenn er jetzt keinen groben Fehler mehr macht, Kindrish, noch mal ein bisschen Zeit auf der großen Leinwand. Starkes Rennen, hat sich hier strategisch auf jeden Fall sehr, sehr gut positionieren können. Und kann sich jetzt mit einem Sieg im Hauptrennen belohnen. Vor ihm kommt noch Erik auf der 10. Position jetzt über die Linie. Erik holt sich P10. Und Kindrish sehr, sehr stark hier mit einem Sieg holt sich den obersten Rang des Podiums. Kindrish auf der 1, Distant, auch da sehr, sehr starkes Rennen, die Reifen komplett hinüber vorne links. Holt sich die 2. Position, Honig Einhorn, der komplettiert das Podium mit der 3. Position. Stifters Mom auf der 4, Tick auf P5. Fighter auf der 6. Position. Isetsu holt sich P7. Prototyp, da ist es noch eng zwischen Prototyp und Mattes. Wer kann das letztendlich für sich entscheiden? Oh, Mattes da mit dem Fehler. Ja, Interviews würde ich gerne machen, aber durch diese neue Partyfunktion müsste ich mir das erstmal alles zusammensuchen. Man kann besser einen Discord-Channel machen, wo man dann eine Party macht. So, Prototyp holt sich die 8. Position und Mattes auf der 9. So, das ist das finale Endergebnis des Hauptrennens. Kindrish gewinnt das Ganze mit seinem BMW M6. Sehr, sehr stark. Herzlichen Glückwunsch. Alles gegeben und wir schauen nochmal auf den Rest. Distant auf P2, Honig Einhorn auf der 3. Position. Stifters Mom 4, Tick auf der 5, Fighter auf 6, Isetsu auf der 7. Position. Prototyp 8, Mattes auf der 9 und Erik auf der 10. Position. Also das war ein interessantes Rennen, absolut. There is no party because of the latest update. Yes, I know. But it's kind of hard to search for everybody, but I will try it. I will give it a try. So just hang in there and I will do my way to the party screen. So, das heißt für mich natürlich dämliches Suchen, weil das Ganze ja nicht wirklich toll funktioniert hier mit dem neuen Update von Sony. Iron Marcel, danke für dein Follow, freut mich. So. So, das heißt, wir haben als Sieger haben wir Kindrish. So, hoffen wir, dass es der richtige ist. Dann haben wir Distant. Da haben wir ihn. Und dann haben wir noch
Honigeinhorn. Ach, jetzt hat das nicht geklappt, oder was? Auch dieses neue Update ist wirklich eine absolute Katastrophe, was diesen Party-Chat angeht. Oder zumindest was einfach ganz entspannte Partys angeht. So. Jetzt probieren wir es mal. So, auch da muss ich jetzt natürlich noch mal ein bisschen was umstellen hier. So, hallo, 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 hört ihr mich schon? Ja, ihr hört mich schon, sehr gut. Ja, erstmal herzlich willkommen bei mir hier in der Party. Hello and welcome to the party. Thank you. So, we just wait for who? For Kenton Krish? But I think he will not join us because he didn't join us the last time. I don't know, maybe, we'll see. So we begin with the third place. Honigeinhorn, ja. Ja. Wie lief's bei dir im Hauptrennen? Ja, eigentlich sehr gut, aber da war halt die eine Aktion, wo ich versucht habe auszuweichen. Und dann kam es halt zu dieser großen Massenkamperolage, würde ich sagen. Mhm. Und ziemlich viel Schaden. Ich versuche mich jetzt gerade ein bisschen zu rechtfertigen, dass ich ausgewichen bin. Wird wahrscheinlich nicht so funktionieren, also von daher, ich weiß nicht. Aber ja, sonst lief es eigentlich sehr gut. Aber. Ja, aber das ist im Stream. Also du hast dich einfach verbremst und hast versucht, die Kollision irgendwie zu vermeiden. Du konntest nicht rechts rüber, du musstest links rüber. Also. Ja, es waren halt zwei unterschiedliche Bremswege von, ich glaube, Itzu. Und von, ich weiß nicht. Stiflas Mom? Ja, war mit dabei, genau. Ja. Ja, genau. Da waren halt zwei unterschiedliche Bremswege. Der eine früher, der andere weniger. Und dann musste ich halt links raus. Aber passiert. Ja, es ist auf jeden Fall unglücklich gelaufen. Aber letztendlich trotzdem noch ein starker dritter Platz für dich. Und Dankeschön. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Gehen wir über zu P2. So, P2 Descent. Congratulations. Ja. Yeah. That was a nice catch up too. So, how was your race? Ah, fuck, I'm so disappointed that I spun. Oh, fuck. I'm sorry. It was actually a pretty good race. I overfueled because I didn't want to underfuel again, like I did in Austria, which caused me to win. And I overfueled this time by a lot. So I got like 5 laps of fuel left, so I overfueled too much, but it was a really good race in my opinion. Didn't got hit in the sprint race. I think I got hit by Kindresh, so yeah, I just wanted to catch up with him, but I couldn't do it. Yeah, it's but really, second place. It's tough. It's tough, yeah, but, yeah, it's not good for me though. Yeah, I'm here to win, not to finish second, like, you know. Of course, but everybody else is too, so, true. Congratulations to the second place, and Kindresh was faster this time and had a little bit better strategy this time, so this was I think. My car is just so inefficient on fuel, and this car is so efficient on fuel. It's... Like when I need to half shift and I need to put my engine on mode 2 to just finish the sprint race. Yeah, we saw that. I really needed to fuel save hard to even finish the race. Yeah. Of course. Ja, also er sagte, er hat ein bisschen zu viel getankt und hatte dementsprechend natürlich zu viel Gewicht und zu viel Zeit in der Box verloren. Kindresh war da ein bisschen besser, hat da mit dem Sprit besser haushalten können. Bisschen enttäuscht über den zweiten Platz, aber letztendlich zweiter Platz ist zweiter Platz. Tough race. Also, yeah, thank you very much for your time. And, no problem. Congratulations again from my side. And we will see you
next time in at Spa. At Spa, yes, on the RXBRL on this channel, and I hope you have a good night and enjoy your evening. All right. Bye bye. Cheers, mate. So, ja, das war das Interview hier von meiner Seite aus. Auch dir nochmal auf herzlichen Dank, Honigeinhorn, für deine Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal auch hoffentlich wieder. Und das Ganze wieder hier auf diesem Kanal. Auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zu P3 und wünsche dir auf jeden Fall auch noch einen schönen Abend. Und dann Dankeschön. Ebenfalls. Ja, Dankeschön. Okay. Ciao. Tschüss. Ja, und somit für mich dann auch der Moment, wo ich mich dann von euch verabschiede. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, ihr hattet Spaß, habt euch gut unterhalten gefühlt und wir sehen uns vielleicht in einer Dreiviertelstunde wieder, wenn es dann bei mir hier weitergeht. Bis dahin, schnauft kurz durch, nehmt euch 5 Minuten Zeit und vielleicht sehen wir uns gleich wieder. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Abend. Bis dahin, kommt gut durch die Woche. Tschüss. Oh, Mutinator steht da sehr, sehr quer, dreht sich da weg. Jetzt versucht das über außen, da geht der außen vorbei. Boah, was ist denn jetzt mit Bocarin los? Der ist ja wie entfesselt. Senna da mit einem Quersteher verliert ein bisschen Zeit. Jetzt im Windschatten, vielleicht nochmal der Angriff setzen und... Oh, es ist Senna! Senna auf 1.